Nie wieder selber putzen. Das sollen Haushaltsroboter ermöglichen. Liana lebt mit ihren beiden Hunden in ihrer 80 Quadratmeter Wohnung in München. Mit ihren Haustieren kommt viel Dreck und Staub in die Bude. Sie will herausfinden, muss man in ein hochpreisiges Modell von 600 Euro investieren, das wischen und saugen kann? Oder kann man Geld sparen und zwei Geräte kaufen, die zusammen 300 Euro kosten, sich die Arbeit jedoch teilen? Das weiße Modell der Firma iBot kostet 99 Euro und wiegt knapp 2 Kilo. Der Roboter kann zwar saugen, aber nicht wischen. Er lässt sich mit einer Fernbedienung steuern. Beim mittelpreisigen iRobot hingegen muss man auf Saugen verzichten, denn er wischt nur. Er wiegt 1,2 Kilo und kostet 199 Euro. Ein kleiner Wassertank ist integriert. Das wären dann die Aufsätze bzw. die Wischaufsätze. Wisch- und Saugfunktion in einem gibt es in den günstigen Preisklassen nicht. Kombigeräte kosten mindestens 350 Euro. Das Modell von EcoWax, das wischt und saugt, hat einen stolzen Preis von knapp 600 Euro. Es wiegt 4 Kilo. An der Unterseite lassen sich kleine Borsten anschrauben. Die Saugroboter treten im direkten Vergleich gegeneinander an, um Kaffee und Chips vom Parkettboden aufzusaugen. Für eine optimale Funktion empfiehlt der Hersteller eine App. Ohne diese hat er Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Liana muss ihn mit dem Fuß anschubsen. Aber er hat es tatsächlich geschafft, komplett die Chips und den Kaffee aufzusaugen. Das günstige Modell findet zielsicher den Dreck und fährt mehrere Male über die Stelle. Beide Geräte leisten in puncto Gründlichkeit gute Arbeit. Beim günstigen Teil zeigt sich nach dem Saugen ein Manko. Jetzt haben wir aber den kompletten Dreck in der Maschine drinnen, wodurch auch alles wieder schmutzig ist. Der Punkt geht an den teuren Roboter. Aber wie sieht es mit Aufwischen von Flüssigkeit aus? Das mittelpreisige Gerät der Firma iRobot schiebt den Tomatensaft in unserem Test vor sich her. Das heißt, der Dreck ist nur verteilt. Der Sensor des teuren Geräts dagegen erkennt den Fleck und fährt mehrmals über die Stelle. Die Borsten sind hier nicht nötig, müssen aber zum Wischen nicht abmontiert werden. Aber der Fleck ist weg. Wieder punktet der hochpreisige. Liana lässt alle drei Roboter in ihrem Wohnzimmer laufen. Das günstige Teil saugt im Zufallsmodus den Raum ab. Sobald ein kleines Hindernis im Weg liegt, hat das 99 Euro teure Gerät Probleme, freizukommen. Gegen die Möbel und so, da würde ich mir ein bisschen Dämpfer wünschen oder Ähnliches, dass es nicht so gegen meine Möbel kracht. Beim eckigen Roboter aus dem mittleren Preissegment fällt auf, dass er immer denselben Ablauf hat. Vorfahren, Wasser versprühen, den Dreck vorschieben. Seine Form passt sich allerdings besser den Ecken an. Ich würde sagen, der Wischroboter ist relativ vorsichtig mit den Möbeln. Also das gefällt mir tatsächlich, der kracht jetzt nicht dagegen. Allerdings braucht er sehr, sehr lang. Das teuerste Modell bewegt sich elegant in kreisenden Bewegungen. Der eingebaute Sensor erkennt Hindernisse und umfährt sie gekonnt. Und wieder geht der Punkt an den teuren Roboter. Alle drei Roboter halten die versprochene Akkulaufzeit ein. Das günstige Modell schafft es, über 40 Minuten lang in Betrieb zu sein. Angegeben werden 40 bis 50 Minuten. Der eckige Helfer hält bei unserem Test 32 Minuten durch. Den Akku des iRobot hat Liana vor unserem Test wie empfohlen 2 Stunden aufgeladen. Bei voller Akkuladung verspricht der Hersteller des teuren D-Bot eine Leistung von 3 Stunden. Bei Liana hält der schwarze Roboter ganze 2 Stunden, ohne vollständig aufgeladen zu sein. Neben der Akkulaufzeit ist die Lärmentwicklung ein entscheidender Faktor im Alltag. Liana misst mit einem Schallpegel-Messgerät. Also er schwankt so ein bisschen zwischen 70 und 75 Dezibel. 75 Dezibel entsprechen dem Schleudergang einer Waschmaschine. Der Wischroboter, der nicht saugen kann, ist mit 56 Dezibel relativ leise. Beim D-Bot zeigt das Schallpegelmessgerät 67 Dezibel beim Saugen und 45 Dezibel beim Wischen an. Ist also in beiden Funktionen leiser als die günstigen Geräte. Fazit: Wer Wisch- und Saugfunktion in einem Gerät will, muss tiefer in die Tasche greifen. In unserem Test haben die günstigen Modelle in allen Kategorien insgesamt schlechter abgeschnitten als der teure Alleskönner.